so einer Drucksituation nochmal richtig Energie schöpfen kann. Ja. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die, wenn sie in so einer Klatschsituation sind, ein richtiges Power-Up bekommen. Ja. Aber dann geht es jetzt gerade auch schon los. Wir sind jetzt im Winners Quarterfinal zwischen BBL Campo und Rufen. Ja. Oh, wir sehen ein schönes Opening hier von Belcampo. Ja, genau. BBL Campo spielt ja den Inkling. Für den ist ja ganz besonders wichtig, dass er eben dieses Ink-Management macht. Deswegen ist auch gerade Rufen komplett türkis eingekleidet. Ja. Und genau, deswegen finde ich diesen Jab von Inkling total cool, weil er eben die Ink draufbringt dadurch. Ja. Wir haben ja eben auch gelernt, BBL Campo war in Amerika. Stimmt, der hat ja in Amerika auch Turniere gespielt, oder? Genau, und die Frage ist jetzt, was hat er mitgenommen? Das haben wir eben schon mal ein bisschen überlegt. Mhm. Was? Oh, jetzt aber hier ist man an der Kante tatsächlich. Muss man jetzt gucken, inwiefern man hier edgeguarden konnte. Aber man tradet hier relativ even von den Prozenten her noch. Ja. Wir sehen ja, hier ist das mit den Projektilen auch ähnlich wie eben. Versucht sich irgendwie so ein bisschen damit zu covern und eben auch Optionen wegzunehmen. Stocklead für Rufen. Das war ein schöner F-Smash, ja. Ja. Ah, und Inkling ist ja auch relativ leicht, dadurch stirbt er auch relativ schnell. Ja, man muss sagen, Rufen hat hier aber auch die Tools, um wirklich viel Schaden zu machen und arbeitet mit schönen Kombos hier jetzt auch schon. Ist noch im ersten Stock. Oh, das war ein schöner Roller. Oh. Und der Up-Smash killt dann, ja. Das ist wichtig gewesen tatsächlich hier, dass man jetzt in denselben Stock reinkommt. Mhm. Beide in ihrem zweiten. BBL Campo hier mit 60% schon wieder. Ja, auf Inkling ist das natürlich deutlich wichtiger als auf König DDD, weil Inkling ja doch jetzt schon relativ bald in Killrange sein wird. Ja. Finde ich übrigens eine tolle Strategie, dass er immer wieder über die Stage läuft mit dem Roller, denn diese Inkfläche, die macht ja langsamer, oder? Genau, das haben wir eben auch schon gelernt, dass sozusagen die Fläche verlangsamt. Und wir haben jetzt hier wieder den zweiten Stock verloren auf Seiten von BWL Campo. Also man ist jetzt hier schon im dritten und letzten und Rufen im zweiten erst noch bei 40%. Das heißt, es ist schon... Jetzt ist der Schaden auch schon even oder sogar in Rufens Favor. Ja, man sieht schon, er teilt wirklich, wirklich viel Schaden hier aus und kann eben auch edgeguarden tatsächlich gegen den Inkling. Aber jetzt gerade beschränkt er sich ja eigentlich auf Sledge-Trappen. Also er hat schon viel Respekt offstage für den Inkling. Ja. Oh, das hat... Oh, wow. Ja, das reicht. Das war ein sehr schnelles Game. Ja. Das waren ja wirklich nur 2 Minuten. Ja. Man muss schon sagen, also wirklich brutale Kombos hier von Ruben. Also wirklich so viel Schaden gemacht auf Chrome. Das haben wir auch das letzte NDZ schon gesehen, dass das wirklich heftig war, was da an Schaden teilweise hin und her getradet wurde. Das passiert auch unglaublich schnell und da musst du dich ja super schnell auch irgendwie drauf einstellen und deine Openings finden. Ja. Das stimmt. So. Wir gehen jetzt auf Hollow Bastion. Ist das die Stage, von der du denkst, dass sie einen von den beiden irgendwie favored? Das ist ja... Oh, ich weiß gar nicht. Hat die Plattform? Das frage ich mich auch gerade. Ich habe selbst das vergessen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Jetzt haben wir einfach beide das Problem, dass wir nicht so die riesige Smash-Experience haben. Mhm. Aber Chrom denke ich ja, weil er ein Schwertcharakter ist, dass er vielleicht besser edgeguarden kann und in einer kleineren Stage ohne das Plattform stimmt. gut klarkommen würde. Eine Plattform, okay. Eine Plattform, Ja, schönes Opening direkt von Rufen, ein bisschen Prozente raufgehauen. Hat Chrom einen Tipper? Ich habe eben diesen Sound gehört, dass sich angehört hat wie bei Marth, wo die Spitze des Schwertes stärker trifft als die Mitte. Weißt du, ob das bei Chrom auch so ist? Weiß ich nicht, tatsächlich. Okay, kein Problem. Im Zweifel fragst du einfach die netten Menschen, die Charaktere spielen. Das stimmt, aber ich möchte jetzt gerade auch nicht unterbrechen beim Spielen. Nein, jetzt gerade. Nachher, wenn wir in der Pause sind oder so. Nee, stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Dafür sind solche Sachen auch immer ganz schön. Mhm. Aber man sieht, Rufen kann BBL Campo, ist auch ein wilder Name, hier schön an der Edge halten, bisschen Prozente traden. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das BBL Campo ist ja, glaube ich, ein Wortspiel. Weil das Brian ist und er seinen Nachnamen übersetzt hat. Ah. Und deswegen ist es irgendwie... Ich will jetzt seinen Nachnamen nicht hier on stream sagen. Nee, nee, das muss nicht sein. Nee, fand ich sehr witzig, weil ich mich auch lange gefragt habe, was das kleine und dann das große B zu bedeuten haben. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das geht Richtung Baby. Weil das ja oft mit Baby abkürzt. Ach so, Baby aber, in Campo. Okay. Weiß ich natürlich nicht. Auch sein. Ich habe mir das nur erzählen lassen, aber das kann natürlich auch Hörensagen sein. Nein, also ich sag mal so... Wir schauen erstmal, was jetzt passiert. Genau, während wir geplaudert haben, hat BBL Campo ja schon einen Set verloren. Aber wir sehen, Rufen hier wirklich macht ganz gut Druck mit dem Chrom und hält ihn wirklich an der Kante. Ja, der Chrom muss ja auch sehr sicher sein, weil ich sehe, er spammt ganz viel diesen Jab, ohne zu treffen. Ja. Aber der Inkling hat auch nicht wirklich eine Möglichkeit dafür zu punishen. Nö.
Und man sieht ja, es ist wirklich, wirklich viele Kombos, wirklich dominant. Auch er ist noch in seinem ersten Stock. Oh, Wahnsinn. Und kann den Inkling schon finishen. Sehr schön. Oh, das ist. Wahnsinn. Und einen 3-Stock bekommen. Das ist natürlich super. Das Momentum für Ruby. Ja. Ja. Das wird jetzt wirklich schwierig und wir müssen jetzt gucken, ob man hier eben nochmal zurückkommen kann. Ja. Im dritten Match, der erste Matchpoint für Ruven, um sich auf dem Chrome hier das erste, sozusagen, oder die gesamte Begegnung zu sichern. Mhm. Aber auch hier ist ja noch nichts verloren. Das ist ja Winner's Side. Das heißt, auch wenn Brian Bielcampo jetzt hier verlieren würde, könnte er ja trotzdem nochmal eine Revanche gegen Ruven bekommen. Ja. Das stimmt. Das ist eben das Schöne. Und wir gehen auch zurück auf die gleiche Stage. Das heißt, scheinbar waren sie ja beide relativ zufrieden damit. Ja, man arbeitet jetzt ein bisschen mit den Granaten. Ja. Teilt zu Anfang ein bisschen mehr Schaden aus. Oh, das gefällt mir ein bisschen besser als der Start eben. Ja, auch mit dem Inksprüher kann er natürlich schön sich Ruven vom Leib halten, aber diese langen Kombos. Ja. So. Hat jetzt aber hier, der Inkling ist jetzt wieder an der Edge eben. Das heißt, man hat da wirklich auch Probleme, gegen Chrome zu arbeiten scheinbar. Ja, aber jetzt hat er Stage Control bekommen, ist im Advantage. Oh, aber die Abi von... Ja. Chrome trifft dann doch. Versucht ihn jetzt wirklich hier auch zu Edge Garden, aber Wahnsinn. Wird und in der Luft gefinished. Das ist ja der Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass es einfach so sehr spiken würde. Ja. Das war ein sehr guter Parry. Leider hat er nicht wirklich was rausbekommen. Ja. Ah. Oh, wow, schön. Das war eine schön tolle Backer, ja. Muss und damit sagen. Ist das Game ja komplett even. Und es ist wieder even, genau. Man muss jetzt gucken. Ah, es ist auch eine Drucksituation natürlich, gerade für den Inkling, für BBL Campo. Wow, also die Inkling-Abi geht wirklich weit. Ja. Dafür hat sie kaum eine Hitbox. Ja. Also du kannst sie nicht wirklich nutzen, um out of field zu kommen. Ja. Ich finde es auch total spannend, wie er seine Bombe benutzt, um safer recovern zu können, die er dann nach oben wirft. Ja. Es ist immer gutes Coverage so, tatsächlich, um da noch Druck auszuüben. Und da... Oh, und das war ein SD. Das war einfach... schwierig. Das ist ja jetzt die Möglichkeit, um vielleicht doch mal das Momentum auch rumdrehen zu können und doch mal... Das erste Mal, dass er jetzt im Stocklead ist, die Serie. Stimmt, genau. Und da, wenn man da jetzt sozusagen dran arbeiten kann, das wäre natürlich sehr, sehr gut, um eben vielleicht auch sogar die gesamte Begegnung hier für sich zu entscheiden. Ja, hat ja schon super den Barry bekommen und dadurch den F-Smash. Und der übersetzt sich dann ja auch in einen größeren Vorteil, weil der F-Smash noch Tinte drauf bringt und er dadurch mehr Schaden machen kann. Ja. Aber jetzt, Ruven tradet hier wieder wirklich viel Prozente rein. Hat der Edge Control hier? Kann er den Edge Garden? Ja. Wahnsinn, ja, die Backer war sehr schön. So, und jetzt haben wir hier nochmal Drucksituationen, weil es ist tatsächlich der Matchpoint. Der Matchstock. Ist natürlich eine ganz nervöse Situation für BBL Campo auch, weil Inkling das ist so viel Schaden, hat, ne? Ich bin immer wieder überrascht davon, wie viel Schaden Chrome hier machen kann. Ich bin auch voller Angst. Also es ist schon, er tradet hier halt wirklich, wirklich gut rein. Ja, ja, das ist der Finish. Wahnsinn, das war's. Das, also wirklich starkes Spiel von Ruven. Super stark, ja, also, auch dass es wieder zurückgebracht hat, obwohl er einmal ein bisschen im Hintertreffen war. Ja. Super beeindruckend. Ja, das stimmt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir jetzt leider kein Match mehr, das wir uns erstmal anschauen können. Also wir haben jetzt tatsächlich eine etwas längere Pause von 30 Minuten. Ja. Das heißt, unsere schönen, wundervollen 24 Teilnehmer holen sich was zu essen. Wir machen auch eine kleine Streampause, aber noch einige spannende Matches nach der Pause für euch parat, die wir uns anschauen.